Leute, und willkommen zurück zu Warframe. So, wir sind wieder unterwegs bei unserem Kumpel Simaris und wollen heute wieder was scannen. Dafür haben wir uns schon ein Ziel abgeholt. Heute dürfen wir Fusion Moor scannen, viermal. Viermal ist gut. Dafür kriegen wir 10.000 Ansehen, 800 Endo. Und dann haben wir hier natürlich wieder ein paar Missionen oder mehrere Missionen, wo wir das machen können. Jumpen wir mal direkt in die Sternkarte. So. Damit als normale Mission 3 Stück zur Auswahl. So, wir gehen erstmal auf Europa. Da dürfen wir Sabotage spielen. Da soll der Scan vermutlich kommen. Haben wir hier noch eine Mission und auf den Neptun. Das soll mal wieder ein bisschen was mehr Laune macht. Die anderen beiden sollen wieder Gefangennahme sein, also einfach durch und fertig. Wollen wir mal gucken. Gucken, wie die Map ist. Ob wir hier auch Spuren haben wir schon mal. Ob wir hier den Scan wieder auf dem Weg haben. So, jetzt wird bloß aufpassen. Wir haben es schon gefunden. Aha. Wo denn? Das ging ja flott. Knack. War schon. Lüll. War aber so gesehen nicht auf dem Weg, ne? Wäre nicht auf dem Weg gewesen. Ach, das ist glaube ich die, wo wir hier einfach nur das kaputt machen müssen, ne? Bei der Sabotage. Das geht hier mit nicht, okay. Okay, okay, okay. Gut, dann ist die Sabotage jetzt nicht so viel besser als Gefangennahme, ne? Mal gucken. Können wir hier irgendwo abkürzen? So wirklich. Sollen wir denn lang? Hier? Okay, dann wäre er doch auf dem Weg gewesen, ne? Weil hier kamen wir ja her. Achso, hier kamen wir ja richtig her. Ne, dann war er doch nicht auf dem Weg, oder? Sind wir da dran vorbeilaufen? Ist ja ein bisschen merkwürdig. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. So, ging er richtig schnell hier. So, da haben wir den ersten Scan weg. Wir haben jetzt mal eine Fangnahme jumpen. Gucken wir mal. Was kriegen wir hier denn groß? Bisschen Endo, Oxium. Gut, wir haben jetzt auch wenig getötet. Können wir ja natürlich auch nicht viel Loot bekommen. So, dann sollen wir hier noch Gefangennahme auf Abaddon. Dann jumpen wir da mal direkt rein. Und gefühlt ist das dann aber eher stumpf. Durchrennen, scannen, raus, ne? So, und Scanner ausrüsten. Sehen wir hier eine Spur? Hier sind Spuren. Theoretisch müssen wir bis auf den Gefangenen nicht mal und die Mann töten, ja. Boah,
Platz hier. Mach doch mal hier ein bisschen Platz. Das Scan-Ziel ist auch hier. Lol. Na, aber erst den hier fangen nehmen. Alles in einen Raum. Junge, Junge, Junge. Wieder nur dreimal? Tatsache. Die das jetzt generell ändert, dass man nur dreimal scannen braucht? Oder ist das jetzt einfach nur Zufall bei diesen Scans, die wir jetzt hatten? So, da sollen wir lang. Und wo hier? Credits. So, das war ja hier auch schon dann durch. Einmal Fahrstuhl fahren wahrscheinlich, wa? Nee, auch nicht. So, dann haben wir die Gefangennahme auch durch. Haben wir einen Mod bekommen, ein bisschen Rubedo. Ging noch ein Tick schneller. Und wir haben den zweiten Scan durch. So, wollen wir mal gucken. Haben wir noch eine dritte Mission? Mal da mal hinjumpen. So, auf den Neptun. Dürfen wir Gefangennahme auf Galatea spielen. So, hier ist die Stufe ein bisschen höher. Wir haben noch als Alternative, wenn man Steelpaar spielt, kann man auch auf Venus, auf Unda und Linea zusätzlich spielen. Und die, die wir eben gespielt haben, natürlich auch. So, wollen wir mal gucken, wie wir jetzt hier durchkommen. Ups. So. Das nehmen wir mal hier alles mit. Yeah. So. Come on. Zweimal angeschnitzt, das ist er fast tot. Da ist er fast tot. So, da darf man weiter. So, jetzt mal hoch gegen eine Wand hilft. Gegen eine Decke natürlich, aber. Was sind das? Stalker oder? Syndikat. Man hat hier diese komischen Kugeln oder? Tatsache. So. Alles kaputt. So, ich würde aber sagen, dadurch, dass hier ein bisschen mehr Gegner kommen, haben wir ein bisschen mehr Loot, die so kommen. Ne? Also gucken, ja, hier geht's immer noch weiter. Ich glaube, von der Map her ist das ein bisschen, die ist zwar ein bisschen weiter, glaube ich, aber es ist irgendwie angenehmer. So, kurz vorm Ziel. So. So, die Points brauchen wir noch. So, mal drei Scans durch. Und, Spaßfaktor war das jetzt die mehr Spaß gemacht hat als die anderen beiden. Selbst spielen wir die jetzt nochmal. Mal gucken. Die letzten Male hatten wir immer die Scans
auf dem normalen Weg, ne? Also ganz selten, dass mal so ein kleiner Nachbarraum war. Also ich glaube, das müssen die unvermeidlich geändert haben. Ich weiß noch, am Anfang, da muss man ja teilweise sonst wohin laufen. Jung. Jetzt haben wir das beschrieben und jetzt ist es anders. So, hier sind schon mal die Spuren. So, schön hier wegsäbeln. Target located. Bring them in. So, hier hätten wir jetzt auch noch unser Frostlaub zum Scannen. So, jetzt mal bloß gucken, ob das hier auch weitergeht, Tatsache. Oh ja, oh ja. Den haben wir auch schon gefunden. Wenn jetzt nicht stampft, ist alles okay. Das sieht ja hier durch wie Butter. Aber die vier Scans schon durch. Ich weiß gar nicht. Achso, wir wollten uns ja diese Futura-Szenen und noch den Orbiter-Schmuck da holen irgendwann, ne? So, dann haben wir jetzt 19.000 Ansehen, kriegen gleich nochmal 10.000 drauf. Dann war schon wieder 30.000. Also mit den vier Scans finde ich echt besser. Drei gehen auch noch. Aber zwei sind auf jeden Fall zu wenig. So, dann sind wir hier wieder bei unserem Kumpel. Ja, wir sind hervorragende Jäger. Oh, ich habe die Synthese abgeschlossen. Ja, das bereitet uns richtig Vergnügen. Das machen wir. So, 10.000 Ansehen, 800 Endo. So, ich glaube, die letzten zwei Futura waren auch 100.000. Da brauchen wir noch ein bisschen. Deko, beide 75. Okay. Gut. Aber das kriegen wir, denke ich, mal hin. Jo, dann sind wir bei den vier Scans richtig schnell durch gewesen. Ja. Denn wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.